Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Lost Ember. Verlorene Glut, Kapitel 1 sind wir jetzt dabei. Wir haben ja schon 11% des Spiels durchgespielt, also ich glaube, das wird nicht so wirklich lang. Wir haben ein Relikt, einen Pilz und eine Erinnerung. Dann mal los. Weiter. Tja, wo waren wir stehen geblieben? Wir haben rausbekommen, dass wir, hießen wir Kanali oder so? Irgendwie? Schon vergessen. Auf jeden Fall, wir sind eine Diebin gewesen. Und die Strafe war, dass wir jetzt zwischen den Welten als Wolf hin und her irren. Wir sehen die Realität, wir sehen aber auch die Anderswelt. Und um hier herauszufinden, hat uns das Schicksal ein kleines Licht geschickt, also eine verstorbene Seele, die leider nicht, wie erwarten, ins Licht gefunden hat, also in das Lichtreich oder Lichtstadt, sondern, ja, die Aufgabe hat anscheinend, uns in diese Lichtstadt zu geleiten. Sieh mal, das sind wohl wieder die Banditen. So, wir werden aber trotzdem noch mal hier oben lang gucken, weil es kann ja sein, dass hier noch irgendwo ein Pilz oder ein Relikt oder was auch immer rumliegt. Dann wäre es schade, wenn wir einfach dran vorbeigerannt wären. Obwohl das hier schon ein übles Versteck wäre, ne? Weiter komme ich hier auch nicht lang. Können hier noch hinter den Bäumen herumirren. Kann ich hier vielleicht auf den Baum rauflaufen? Manchmal ist ja doof. Ein bisschen geht das, glaube ich. Probieren es nochmal. Naja, hätte ja klappen können. Da lädt's. Jetzt kommt irgendwas. Ich bin gespannt, was. Oh. Was treiben die da? Da hinten haben wir Enten. Da ist nichts. Ich glaube, um herauszufinden, was hier passiert ist, müssen wir mit einer Ente Kontakt aufnehmen. Machen wir es mal. Gar nicht so einfach mit der Ente. Die verliert Höhe. Also die kann gar nicht so weit, so lang fliegen. Also hauptsächlich können wir da von höheren Orten immer weiter ein Stück nach unten fliegen. Das funktioniert. Oh, sie haben den Fluss als Transportmittel für die gestohlenen Fässer benutzt. Aber mit welchem Ziel? Tja, das ist die Frage. Erstmal ein bisschen schnattern. Knack, knack. Da, die Kuppel, die mich festgehalten hat. Sie ist nicht verschwunden. Sie ist nur größer geworden.
Ich kann nicht durch, bis wir sie brechen, Wolf. Wie haben wir das zuvor gemacht? Wir haben eine Erinnerung von mir heraufbeschworen. Oder ich habe mich erinnert, mehr oder weniger. Das Einzige, was ich nur in der ersten Folge nicht ganz verstanden habe, wir haben ja von uns selbst die Fähigkeit bekommen, diese Seelenwandlung zu durchführen. Deshalb haben wir jetzt auch dieses Mal auf der rechten Seite unseres Kopfes, diese weiße Behaarung. Wie kann das sein, wenn wir doch, wie hießen die noch? Kalani? Wenn wir Kalani sind und Kalani auf einmal vor uns stand, geht das irgendwie nicht, oder? Das hat mich nicht ganz, von der Logik her hat mich das nicht so ganz abgeholt, aber okay. Guck mal, was ist das denn? Ein Wombat. Nee. Bist du ein Wasserschwein? Ach, guck doch mal, ich bin ein Wasserschwein. Yeah. Woo, ich habe einen Pilz gefunden. Oder sowas. Bin ich ein Wasserschwein? Ich glaube ja. Oh, wie süß. Was kannst denn du? Zwei geht nichts, drei geht nichts, aber wahrscheinlich wollen wir gerade schwimmen. Ich werde mal. Gehe ich mal hier kurz an Land. Ich habe schon das Feuer da hinten gesehen. Ich will nur gerade mal gucken, was das Vieh kann hier. Nichts. Bei 1, 2 und 3 geht nichts. Okay. Hoppeli, hoppeli, hoppeli. Wie das planscht, ey. Heute ist Waschtag. Yay. Okay. Dankeschön, Schwein. Das hat mich ausgeschissen, so wie es aussah. Okay, Entschuldigung. Hey, du bist in der richtigen Richtung unterwegs. Nimm mich mit. Oh, verdammt. Abgestürzt. Nein. Oh, hätte so gut klappen können. Okay. Da kann ich auch wieder alleine gehen, danke. Das Banditenlager. Hast du hier gelebt? Anscheinend warst du ihr Anführer. Ist das? Der Name auf ihrem Amulett, da steht Wayla. Siehst du? So schlimm warst du gar nicht. Du hast dich um sie gekümmert. Ich bin mir sicher, dir kann noch vergeben werden. Hast du das gehört? Das hat wohl geklappt, Wolf. Komm schon, auf zur Kuppel.
Wir waren anscheinend mit einer Dame zusammen, ne? Und jump! Oh. Du hast es geschafft. Wolf, deine Erinnerung an die Vergangenheit. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum ich noch hier bin. Ich bin dein Seelenführer, um dich zur Stadt des Lichts zu bringen. Sie müssen gespürt haben, dass Gutes in dir ist. Natürlich, deswegen bin ich noch nicht in der Stadt des Lichts. Speerspitze. Gehe ins Reliktmenü, um mehr herauszufinden. Das machen wir auf jeden Fall. Kann man die hier. Oh ja, da könnte man was machen. Also das Fliegen mit dem Kolibri ist so eine Sache, wo man die ganze Zeit Space drücken muss. Wie bescheuert da, um vorwärts zu kommen. Es lohnt sich also, hier auch mal die anderen Orte ein bisschen abzufliegen, die man zu Fuß nicht erreichen kann. Und diese kleinen Tunnel zum Beispiel. Ich glaube, da ist schon wieder das nächste Level. Das letzte Level gewesen, wo wir hergekommen sind. So, bin ich gespannt, wo wir jetzt hinkommen. Lädt. Okay. Ich bin so froh, dass wir uns gefunden haben. Es wäre unerträglich ohne dich an meiner Seite. Mir geht es genauso. Sieh dir unser Dorf an. Leblos und krank.
Wir können nicht länger einfach nur zusehen. Wir müssen etwas dagegen tun. So. Damals haben wir hier gesessen. Oh! Entschuldigung. Ich die Kehrtwende nicht gekriegt. Gut, dass wir einfach nur zurückgesetzt werden. Guck mal, der Arsch. Yay! Das sieht gut aus. Das nenne ich mal Knackpo. Touch. Feuerchen. Bin ich das? Als du klein war? Bestimmt. Ja, das ist meine Ahnung. Wolf, das bist du als Kind. Woher wusste ich das? Und das ist deine Walker. An diesem Tag bekamst du dein Amulett und deinen eigenen Turpoi-Dolch. Ich erinnere mich noch an meinen Turpoi. Es war das wertvollste... Dein Vater sieht so stolz aus. Atevo. Weißt du, erst diese Amulette machten uns zu vollständigen Mitgliedern der Janrana. Sie waren tief verknüpft mit unserer Identität und unserem eigenen Namen. Ja, wunderbar, da hat uns unser Vater unseren Namen gegeben. Und unseren Dolch. Ich weiß jetzt nicht, wie alt wir mal gewesen sein. Sechs? Ob ein sechs- oder siebenjähriges Kind wirklich schon einen Dolch haben sollte? Einen scharfen Dolch? Ob der scharf war oder nicht, das wissen wir nicht, aber wir nehmen es jetzt mal ein. Da wäre das jetzt nicht so prägend gewesen. Hätte ich jetzt nicht gemacht, muss ich sagen. So, hier ist... Oh, hier wird spannend. Okay, in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zu einer nächsten Folge von Lost Ember.